Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Beyond. Ja, letzte Folge gejagt. Ich hoffe, meine Stimme ist nicht zu leise. Ich habe jetzt mal ein bisschen den Mikrofonpegel erhöht. Also kann sein, dass ich wirklich ein bisschen leise bin in den letzten Folgen, wobei ich auch in den letzten Folgen nie allzu viel sagen konnte, weil ich mich sehr stark konzentriert habe. Aber ich hoffe, das wird jetzt besser. Und jetzt kommt das Kapitel Mein imaginärer Freund. Das ist bis jetzt von der Zeitlinie her das erste. Noch vor der ersten Besprechung. Was war das denn für ein gruseliges Spielzeug? Hey Schätzchen, sitz doch nicht den ganzen Tag am Fenster rum. Willst du nicht was spielen gehen? Dann wollen wir uns mal umschauen. Ja. Ich hoffe, jetzt wird es erstmal ein Momentchen wieder ein bisschen ruhiger, weil die letzten Folgen waren doch ein bisschen stressig tatsächlich. Kurz vor Weihnachten, die Socken hängen. Fernsehen gucken, machen wir nicht. Schauen wir mal. Was gibt es denn sonst noch so? Kriege ich einen Keks? Es gibt doch schon bald Essen, Schätzchen. Wenn du jetzt Kekse isst, hast du dann keinen Hunger. Gesehen. War ich nicht. Zum Keks. Ja. Nein. Da wollte ich nicht hin. Wollte man nach oben. Kann man mal, nee, warte. Bevor wir jetzt nach oben gehen. Mal mit dir reden. Jordi, Schatz, ich muss jetzt Essen machen. Hey, was ist los? Nichts. Ich wollte nur mal knuddeln. Komm her. No. Jetzt besser? Okay, ich muss jetzt weitermachen, Kleiner. Tja.
Jody, Schätzchen, tust du mir einen Gefallen? Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Klar, kein Problem. Dunkle Garage. Nee. Nee. Erstmal nach oben. Was gibt's hier? Badezimmer. Boah. Spiel. Oh. Oh. Eigentlich bin ich da echt nicht anfällig für, aber das kam jetzt wirklich unerwartet. Respekt. Ist nicht einfach, mich zu erschrecken, aber das. Oh, das kann ja doch super werden. Oh. Spiel, ey. Der kann's doch nicht machen. Ich weiß, wir sollen Öl holen, aber. Das machen wir. Krickelkrakel, wie man es so schön genannt hat. Aber das beschäftigt sie halt enorm, ne? Das merkt man sofort. Hey Feenblüte, willst du mit zu mir nach Hause kommen, zum Tee? Oh ja, ich liebe Tee. Okidoki, wir nehmen ein Auto. Ein tolles Auto. Ja, selbst ausgesucht. Und es fährt richtig, richtig schnell. Sind da, na gut, dann los, hier lang. Was für ein hübsches Haus du da hast. Ja, es gefällt mir sehr. Ich habe es von meinem Mann zum Geburtstag. Auch schön. Die Riesentasse. Hättest du gern Zucker in den Tee, Feenblüte? Oh, nein, danke. Und wie geht es deinem Mann? Sehr gut. Er ist gerade auf der Arbeit. Boah. Alter. Er ist ja so hübsch. Lass das, Aiden. Du weißt doch, dass ich nicht mehr mit dir spielen will. Wie so zwei Geschwister, ne? Die sich streiten. Er will ihre Aufmerksamkeit und sie möchte das halt auch nicht. Sie möchte auch mal ihre Sachen machen. Das ist halt Geschwisterliebe. Schrägstrich. Geschwister streiten sich auch viel. Oh. Auch wenn er ein bisschen dösig guckt, aber er ist schon recht knuffig. Kann man den mitnehmen? Den Fisch zum Beispiel hier in dem Regal, in dem linken Regal. Jody, hast du das Öl geholt? Komme. Den hier unten links, der Fisch schon wieder irgendwie ein bisschen gruselig. Aber Moment, bevor wir da jetzt runtergehen. Nein.
Jetzt kriegen wir doch Ärger. Nein, Aiden. Oh. Mami wird sicher böse mit mir, wenn wir das anfassen. Ja. Wir nehmen alles mit. Wo ist denn ihr Vater? Gibt es den auch? Das Foto. Es fühlt sich seltsam an. Als würde es vibrieren. Fühlst du das auch? Leiten Sie das Echo zu Jodys Kopf, bis sie einen Erinnerungsschub hat. So leid. Ich habe alles versucht. Okay. Scheint also irgendwas schiefgelaufen zu sein, ne? Bitte, Jordi, ich hab zu tun. Hey. So redet man doch nicht mit seiner Tochter. Ich hab zu tun. Hallo? Hi, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Das Wetter ist grauenvoll. All dieser Schnee, ich hoffe, das hört bald auf. Kinder sind so anstrengend, wenn sie nicht rausgehen können. Aiden, Schluss damit! So, jetzt haben wir, glaube ich, aber auch wirklich alles gemacht. Dann gehen wir jetzt in die dunkle Garage. Wenn da nicht immer wieder so ein Jumpscare kommt. Wehe Spiel. Ich merke mir das. So. Da denkt sich wahrscheinlich auch. Braucht schon seit 5 Stunden das Öl da. Das klingt schon so eklig. Mach das nicht, Spiel. Mach das nicht. Ih. Wer stellt denn da so eine Puppe hin? Ich hätte schon gar keine Lust mehr, in meine eigene Garage zu gehen. Was? Öl und raus hier. Das ist. Ist mir jetzt so. Da passiert auch gleich was. Nee. Tür aufbleiben.
erzählen können. Ich weiß es genau. Ich meine, diese Musik, die sich so anbahnt. So. Danke, Schätzchen. Fettöl abgeliefert. Da hätte auch 100 pro was passieren können. Hey Schätzchen, warum gehst du nicht draußen spielen? Ich rufe, wenn es Essen gibt. Hm. Schicke Schuhe. Ja, sie ist ja ein Mädchen, sie darf das. Meine Jungs dürfen das auch, aber es... ja, gut. Lass mir diese Debatte. Ich gehe ja schon. Toll, jetzt ist es langweilig und ich friere. Dir ist das egal, oder, Aiden? Dir ist nie kalt. Was soll denn hier stehen? Naja. Deko. Kann man vielleicht schaukeln? Schaukeln ist toll. Wieso hängt hier eigentlich nur eine? Eine Schaukel? Haben wir sonst immer zwei, oder nicht? Schubst du mich an, Aiden? Dann halt nicht. Es macht eh keinen Spaß. Ich hab sie doch angeschubst. Ach man. Wollen wir das nochmal machen? Die wirkt so traurig. Ist mir irgendwie leid. Können wir irgendwas mit dem komischen Elch machen? Musik ist schon genial gemacht. Hast du das gehört? Hey, ich hör's dir. Das kam von der Straße. Au, au, das ist kalt. Stopp. Mann, die Schneeballschlacht. Das wirst du bereuen, Fiesling. Erwischt. Au. Ich glaube, jetzt haben wir doch noch Spaß. Das wirst du bereuen, Fiesling. Das. Okay, ich weiß, wir sollen hier bleiben. Los, wir spielen 5 Minuten, dann kommen wir wieder. Mama merkt das gar nicht. Jetzt brauche ich hier richtig Platz zum... Nee. Ja, mach doch. Er ist da drüben. Du könntest auch mal helfen, Aiden. Aiden, du bist der Beste. Sind halt wie zwei Geschwister. Mal streiten sie sich. Mal... helfen sie sich gegeneinander. Ja, helfen sie sich gegenseitig. Hey Jody, willst du mitspielen? Komm, mach schnell, versteck dich. Du wirst sonst eingesammelt. Ja, Schneeballschlacht. Bam. Schlacht ist cool. Das Mädchen, wir werfen die ganze Zeit das Mädchen ab.
bist tot, kleiner Wicht! Ich hab dich! Nein, nein, lass mich gehen! Nein, nein, stopp! Müssen wir das jetzt machen? Können wir nicht einfach... Ja, wir müssen das wahrscheinlich machen, ne? Aber ich will den kleinen Junge jetzt hier nicht umbringen. Habt ihr das gesehen? Sie wollte mich umbringen. Habt ihr gesehen, was sie gemacht hat? Sie ist eine Hexe. Eine fiese, doofe Hexe. Was ist hier los? Sie ist eine Hexe! Ich schwör's euch! Jodie Holmes ist eine Hexe! Komm mit, komm mit! Wir gehen heim! Komm, komm mit! Das wäre doch nicht so gemein! Geh ins Haus. Was ist los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst! Die anderen haben gespielt! Ich wollte nur mitmachen! Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp! Ich habe gar nichts gemacht! Aiden war es! Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden! Jodie, nein, diesmal gibt's 30 Jahre! Nein. Ja, hätte er das gemacht, er wäre jetzt komplett undurch. Geh in dein Zimmer. Jetzt! Wie kann man so verbittert sein? Ich verstehe es nicht. Versuch zu schlafen, Schätzchen. Morgen früh sieht alles anders aus, glaub mir. Gute Nacht. Mami! Ich habe Angst vor den Monstern, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Halt wirklich Angst, ne? Aber hätte ich auch in diesem Zimmer, das ist so dieses typische dunkle Äste, ne? Mondschein. Ja, sie kann einem schon leid tun, wirklich. Der Vater ein Piep. Und die Mutter bemüht sich ja wirklich. Auch wenn sie es nicht versteht, so richtig. Aber, ne? Wenn das eigene Kind vor einem stehen würde, und würde sagen, hier ist Monster und ich habe so einen imaginären Freund, da wird man vielleicht auch erstmal stutzig gucken und nicht wissen, was man macht. Ne? Aber das, was der Vater hier halt abzieht, geht halt gar nicht. Ne? Aber gut, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Lasst gerne Bewertungen da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Arvis.